Ja, einen schönen guten Morgen hier, meine Lieben, bei Dragon Age. Da als Anführer der Inquisitionstruppen. Cassandra mit euch über meine neuen Rekruten gesprochen. Sie sind nicht eure Rekruten, Kommandant, sondern unsere. Schön ist, ich habe jetzt hier Machtpunkte erworben. Und wir schicken sie. Machen wir uns an die Arbeit. So, wir schicken da eine Ehrengarde hin. Dann wollen wir doch mal sehen. Von ihr schicken wir auch die Leute los. Und wir selber reisen jetzt in die Hinterlände. Warwick kommt auf jeden Fall mit mir. Cassandra und Solas. Ja. Erstmal ein Stückchen Kaffee noch am frühen Morgen hier, meine Lieben. Es lädt. Es lädt und lädt und lädt und lädt immer wieder. Ole, ole, ole. Die Räumernachrichten gehört. Wir alle haben sie gehört. Wir wissen, was ihr bei der Bresche vollbracht habt. Es ist ungewöhnlich, dass es eine Delisch interessiert, was mit anderen geschieht. Aber ihr werdet hier nicht auf Ablehnung stoßen. Versprochen. Späherin der Inquisition Harding, zu euren Diensten. Wir alle hier werden tun, was wir können, um euch zu helfen. Harding, wart ihr je in der Oberstadt von Kirkwall? Nicht, dass ich wüsste. Warum? Nur so ein Gedanke. Was hieltet ihr von Knallharding in der... Vergesst es. Ach. Oh. Es ist mir eine Freude, eure Bekanntschaft zu machen. Wir sollten zur Sache kommen. Die Lage ist ziemlich ernst. Wir kamen hierher, um beim alten Stallmeister von Radcliffe Pferde zu beschaffen. Ich bin hier aufgewachsen und die Leute haben immer gesagt, Dennets Pferde wären die stärksten und kräftigsten auf dieser Seite der Frostgipfel. Leider kommen wir aufgrund der täglich zunehmenden Gewalt zwischen den Magiern und Templern nicht zu ihm. Nur der Erbauer weiß, ob er überhaupt noch lebt. Mutter Giselle hilft den Flüchtlingen und Verwundeten bei der Wegkreuzung. Unseren letzten Berichten zufolge hat der Krieg auch dieses Gebiet erreicht. Corporal Bay und unsere Männer tun, was sie können, um die Leute zu beschützen. Sie werden allerdings nicht mehr lange durchhalten. Ihr solltet jetzt besser gehen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Okay. Wir brauchen 6 Lager in den Hinterlanden und 2 Risse im Nichts müssen wir schließen. Ja. Sehr schön. Wir haben ein paar Tränke hergestellt. Da können wir die Gruppe wechseln.
Es ist keine Requirierung vorhanden, aber hier scheint es direkt eine Quest zu geben. Es gibt Neuigkeiten, Sir. Setzt mich ins Bild. Seht selbst, Sir. Okay, das heißt, wir müssen mal wieder hier irgendwas besorgen. Ist ja auch nicht so schlimm. Ich laufe jetzt einfach mal so ein bisschen querfeld ein. Ja, vorsichtig, wohin ihr tretet. Ja, ich pass schon auf, Digga, keine Sorge. Aha. Ein Amethyst. Mutter Giselle muss ganz in der Nähe sein. Da ist ein Dorf Redcliffe wegweise. Kaelin Heads Brückenkopf. Hier drüben gibt es aber anscheinend noch Quests. Eine Elfenwurzel. Eine königliche Elfenwurzel war das sogar. Ui. So, jetzt gucken wir mal hier in den Turm. Eine Nachricht. Britis, ich weiß, du bist mit den anderen Magiern entkommen. Ich weiß, dass du hierher kommen wirst. Vater hat dir gesagt, dass er sich bei einem Fehltritt deinerseits selbst zur Strecke bringen wird. Wenn du herkommst, weißt du, dass er tot ist, aber ich bin es nicht. Ich werde Abtrünnige töten und beim Haus vom alten Fennec im Norden auf dich warten. Ich habe Vaters Schwert und meine wahren Brüder sind bei den Templern. Komm, wenn du Manns genug bist. Ivan. Interessante Lektüre. Das sollten wir uns vielleicht mal ansehen. Funkelnden Stab haben wir gefunden. Den könnten wir natürlich eben an Solos geben. Karte gucken. Bedrohung bei der Wegkreuzung. Risse in den Randgebieten. Risse in den Randgebieten. Kontrolle über die Hinterlande. Da ist noch ein Lager zu errichten. Da ist das mit dem Ort. Da ist der Meister der Pferde. Da ist ein Lager. Blutsbrüder Redcliffe. Die Notizen habe ich vergessen abzugeben. Wandteppich Hinterlande. Jetzt aber auch nicht viel mehr angezeigt. Also so, also gehen wir hier mal ein Stück weiter, dann werden wir nämlich einen Riss in den Randgebieten haben, denke ich mal. Es ist nämlich wichtig, die Risse zu schließen. Da links sind auf jeden Fall Gegner. Hier auch. Alles klar. Thank you.
Yep, das hat wehgetan. Auf nimmer Wiedersehen. Da ist schon die nächste Welle. Ich werde versuchen, sie wieder zu schwächen, indem ich den Riss angreife. Ah, komm schon. Und wir schließen den Riss. Jawohl, er ist zu. In Andrastes Namen. Ah, die Witwe Maurer ist hier. Die verfluchten Templer haben meinen Mann ermordet und ihm seinen Ring vom Finger gestohlen. Sie verdienen den Tod. Ihr sagt, die Templer hätten euren Mann angegriffen? So ist es. Er grub gerade einen Baumstumpf aus. Diese Narren konnten eine Schaufel nicht von einem Magierstab unterscheiden. Aber sie mussten angeblich sicher gehen. Überall wären Rebellen, die auf dem Hinterhalt angriffen. Diese kranken Bastarde. Sie nahmen ihm auch den Ring, den ich ihm an unserem Hochzeitstag gegeben hatte. Nur für den Fall, dass er magisch wäre. Lebt wohl. Hol den Ring des Bauern von den Templern zurück. Die Frage ist natürlich, wo das Ding stecken könnte. Ich würde mal schätzen, in diese Richtung. Ah, die Richtung sieht gut aus. Oh, hier ist ja noch ein Kistchen. Da gucken wir doch direkt mal rein. Vorschlagkammer Nuk-Totem. Ja. Das heißt, dass wir erstmal die Templer finden. Tatali, tatala. Wer ist denn da? Namens Ritz? Ihr sagtet, eure Freundin habe sich nicht zurückgemeldet? Sie sollte sich einige Abtrünnige näher ansehen. Ich würde ja nach ihr suchen, aber ich bin im Dienst. Wir unterhalten uns später. Ja, wir werden hier gerade mit Quests zugebombt. Womit wir das verdient haben, weiß ich auch nicht so ganz genau. Oh, das sieht aus. Jetzt könnten wir hier ein Lager einrichten. Jawohl. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Ein weiteres Lager ist eingerichtet. Ein Wandteppich, Tränke haben wir noch alles da. So, marschieren wir einfach mal weiter in diese Richtung, wo der Pfeil dorthin zeigt. Ich muss ja auch mal irgendwo Baumwolle finden. Ich weiß nur nicht, wie die aussieht. Hier sind Krähen. Und hier auf der, ein bisschen nach links, sind definitiv Gegner. Wer auch immer diese sind, sie wollten es nicht anders, als sich mit uns prügeln. Lammwolle. Gold und dekorative Edelsteine. Aha, sehr schön. Er brennt, er ist eingefroren.
Und eigentlich ist er gleich tot. Oh, der hat aber ein bisschen was ausgehalten, der Junge, oder? Es muss einige Zeit her sein, dass die abtrünnigen Templer einem fähigen Magier gegenüberstanden. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall ist es gerade gar keine schlechte Übung für uns, hier so ein paar platt zu machen. Zack. Schnitzerei des Paragons Edukan. Charakterbogen. Enterkette, Vorreiter, Kriegsschrei. Ja, aber hier sind nämlich ein paar coole Sachen drin, ne? Oh. Baumwolle wäre was Schönes. Aber die findet sich noch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir müssen nur erstmal jetzt hier weiter. Guck mal, hier liegt zum Beispiel was. Ja, ich habe das Tier hier getötet. Ich weiß. Aber ich kann es nicht häuten oder plündern. Schade, 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 schade. Das wäre ja schön gewesen. Guck mal, das sieht nach einem Riss aus. Lass mal die Energie dieses Risses stören. Die nächste Welle Gegner. Und ich kann direkt wieder die Energie dieses Risses stören. Was eigentlich absolut sinnvoll ist. Das scheint so, als kommen da noch welche. Oh ja, das ist wieder was für unsere Freundin in Haven. Hm.
So, dieser Riss ist geschlossen. Das waren jetzt einer von drei Rissen am Zwergensohn. Pass, alter Verwalter. Hier gibt es definitiv eine Menge zu tun. So, hier ist noch eine Quest. Sonderbare Bettgenossen. Das sind noch die zwei Zwergensohnpassrisse. Da ist das Lager vom Zwergensohnpass. Man kann das Ganze nicht mal mehr einen richtigen Krieg nennen. Aber ein Stück hinter mir ist das mit dem Bauer und Abtrünniger. Templer gegen alle anderen. Nehme ich hier oben drauf, wie es ausschaut. Nicht oben drauf, sondern... Zack, zack, zack! So, alter Verlobungsring der Dalish, da ist er ja. Hier ist schon wieder eine Quest. Das kann es doch gar nicht sein. Lady Velina, mir ist bewusst, dass ihr Angst habt, aber das Licht am Himmel sollte euch nicht schrecken, das ist es. Okay, jetzt müssen wir da irgendwem erzählen, dass der Vogel hier tot ist. Wegpunkt liegt jetzt erstmal aber in der anderen Richtung, nämlich hier am Zwergensohnpass. Die Aufgaben erfüllen. Ja, es ist halt so direkt ein bisschen Nebenquesten hier, aber finde ich eigentlich auch ganz interessant. So, da können wir was plündern, dekorative Edelsteinchen, sehr schön, vielleicht hier auch, leider, leider nicht, so, wir müssen jetzt in diese Richtung, genau, jetzt geht es nämlich in das Hinterländle, also noch weiter ins Hinterland hinein. Da hinten ist irgendwas. Sieht sogar interessant aus, was da ist. Es funkelt nämlich. Also werde ich mir das erstmal schnell anschauen. Ah, hier gibt es Eisen. Das ist schon mal gut. Eine Elfenwurzel. Braucht man auch. Aber was ist das hier? Barrieren können zerstört und in die Etage. Eisbarrieren können nur durch die Feuerangriffe eines Magiers beschädigt werden. Okay. K.
Questkarte. Nein. Inventar. Ja. Waffen. Biedenhändler, das klingt nämlich gut. Schickes Schwertchen. Kutnari streut Axträuber. Steckt das Schild. Er hat eine Bianca, die behält er auch. Sie hat das Griffenschild. Könnte aber halt das Räuberkriegsbeil und den verstärkten Schild benutzen. Sieht zwar nicht so hübsch aus wie das andere, aber es klappt. Ach verdammt, ich wollte mal gucken nach Rüstung. Kapuze der Feuerresi. Schwere Abenteurerrüstung. Naja, die kann nur von Menschen genommen werden. Also Cassandra könnte sie wahrscheinlich tragen. Accessoires. Werkstoffe. Da haben wir einiges dabei mittlerweile. Wertgegenstände haben wir auch schon einiges dabei. So, Solis hat uns die Tür geöffnet, entdeckt Aschekrieger-Zuflucht. Was auch immer hier drin sein mag, wir sind jetzt auch da. Es gibt hier Dragostein. Und es gibt Gegner. Wofür auch immer Dragostein sein mag. Ich habe jetzt auf jeden Fall welchen. Und hier ist einiges davon. Das ist sehr schön. Hier ist auch noch welcher. Ich sollte vielleicht mal einen der Heiltränke schlucken. Auch Cassandra brauchte einen Heiltrank und wir gehen jetzt mal hier ein Stückchen noch rein. Hier gibt es nämlich weiter Dragostein, wofür auch immer er sein mag. Hüterstab des Eises. Ja, da ist ein kleines Lager hier. Noch mehr von diesem seltsamen Stein. Also angeschlossen, als euch Sucherin Pentagast verhörte. In diesem Punkt war sie. Bianca Bogen 1 verbessert. Interessant. Plan. Interessant. Was ist daran interessant? Es überrascht mich, dass es ausgerechnet ein abtrünniger Elf war, der sich der Inquisition freiwillig angeschlossen hat. So, die scheinen wir erforscht zu haben, die Höhle hier. Hat sich ja gelohnt. Es gab einen Plan für Bianca. Oder ist noch ein Dragostein, den will ich haben. Wofür auch immer er gut ist, der Dragostein. Wir haben ihn auf jeden Fall. Genau, jetzt geht's hier erstmal raus. Haben wir uns ja gut ange... Oh, Onyx. Nehmen wir auch mit. Noch mehr davon? Na, Eisen. Na komm, kommst du aus so einer Höhle raus. Hast hier direkt wieder einen Arsch voll Gegner. Nicht weiter schlimm. Alles lässt sich töten.
So, der ist auch gefallen, der Magier auch. Die Kämpfe zwischen den Magiern und Templern haben schon zu viele Unschuldige das Leben gekostet. Dekoratives Edelsteinchen. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ist aber nicht schlimm. Wir scheinen nämlich schon mal ein bisschen richtig zu sein. Hier irgendwo dürfte die Speerende Inquisition sein. Emrum. Pass mal auf, die ist bestimmt an dem Turm. Ja, ich weiß. Ich sammle viel, aber ich bin der Meinung, wir werden das irgendwann alles brauchen, das Zeug. Deswegen sammle ich es auch ein. Es ist nun mal wichtig, immer gut vorbereitet zu sein. So, die Truhe hier kann man auch plündern. Mächtiges Verderbnis Wespenvitare. Was auch immer das sein mag. Ein Vitare. Klingt so ein bisschen klingonisch, ne? Vitar. Batak. Das war auch mal schöner, das Türmchen hier, glaube ich. Ein Kistchen, noch ein Kistchen. Finde ich gut, dass sowas hier rumsteht. Mambari-Statuette aus Holz. Was man so alles mitbringt von seinen Reisen hier. Das ist bemerkenswert, Varric. Ich bin überrascht, dass die Zwerge nicht mehr davon gebaut haben. Das würde die Frau, die Bianca gebaut hat, nicht zulassen. Kriege sind so schon blutig genug. Eine Armbrust, mit der selbst ein ungeübter Schütze derart weit und schnell schießen kann? Damit wäre jede Schlacht ein Massaker. In der Tat. Ich bin doch nur überrascht, nicht enttäuscht. Desertierte Templer! Oh ja. Es scheint die Speeren zu sein, die wir suchen. Braucht ihr irgendetwas? Ich sollte mich vielleicht langsam mal zurückmelden. Aber ich sehe da drüben einen Riss, den ich direkt gerne zumachen würde. Auch wenn es jetzt wieder ein kleines Kämpfchen geben wird. Oh, kleines gut, wa? Oh, Scheiße. Alter. Ich muss mich zurückziehen. Heftig. Wow, der Riss war ein bisschen hart bisher.
Guck mal, ich habe jetzt den anderen auch mal ein paar Punkte hochgegeben. Ja, das Problem ist hier so ein bisschen das Feuerkerlchen. Weil durch dieses scheiß Brennen nämlich doch ordentlicher Schaden zustande kommt. Was hier gut wäre, wäre, wenn ich jetzt einmal an die Energie des Risses drankommen würde. Nämlich so, dass der Riss ein bisschen geschwächt ist. Cassandra. Wo ist denn das Mädchen? Hier liegt sie. Ich kann die Energie noch mal stören. Dämon des Zorns. Mich auch was Plünderbares hinterlassen, dieser scheiß Dämon. Oh, scheiße. Yep, das war's. Unsere Gruppe ist tot. Scheißdreck, Alter. Das ist aber heftig. Naja, wir machen gleich weiter mit der nächsten Folge von Let's Play Dragon Age Inquisition. Bis dahin, euer Mardogear.